Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute am Mittwoch zu einem weiteren One Card Channeling. Ja, meine Lieben, kurz vorneweg etwas in eigener Sache. Ich empfange ja nicht nur für euch Botschaften von oben, sondern ich gehe ja auch regelmäßig mit meiner Mannschaft sozusagen in eigenes Gebet. Und es kam jetzt immer mal wieder der Impuls durch, dass ich trotzdem wieder ein paar Videos machen soll, ein paar Botschaften übermitteln darf für das Kollektiv der Seelenpartnerschaften. Allerdings nicht mehr so, wie ich das früher getan habe, dass es Legungen gibt, in denen ich gucke, ja, was geht beim anderen vor sich. Ja, da sind wir drüber hinweg. Ich glaube, dass brauchen wir auch nicht mehr. Unsere Resonanzgruppe hat verstanden, dass jeder Mensch letztendlich einer gemeinsamen Seelenfamilie mit uns entstammen kann und eine Aufgabe für uns ja ins Leben bringt, die wir erledigen dürfen. Da ich ja selbst seit sehr, sehr vielen Jahren, eigentlich kann man jetzt schon fast sagen Jahrzehnte, nächstes Jahr werden es 30 Jahre, in so einem Prozess stecke, ist es, glaube ich, von der geistigen Welt so gewollt, dass ich trotzdem hier auf meinem Kanal auch diejenigen von euch abhole, die sich ebenfalls in einer Verbindung zu einem anderen Menschen befinden, in der sie sich fragen, ist das jetzt mein Seelenpartner? Ja, wir hatten früher immer von Dual- und Zwillingsseele gesprochen. Dann habe ich ja schon mal mitgeteilt, dass ich das so gar nicht mehr sehe, sondern dass diese Unterscheidung für mich eigentlich keinen Sinn mehr macht, sondern es handelt sich dabei einfach um Beziehungspartner oder um sogenannte Wunschpartner, die in unser Leben kommen und letztendlich unsere Urwunde aufreißen, damit wir sie zur Heilung bringen können. Jetzt gibt es ja immer mal wieder Stimmen in den Kommentaren und so, wo ich lesen muss, ja, Uli, ich möchte nichts mehr mit dem Thema zu tun haben und Videos darüber soll es hier nicht mehr geben. Es wird wieder ein paar Videos dazu geben, zu diesem Thema. Wenn du den Titel liest und er spricht dich überhaupt nicht an, dann ist es natürlich ganz selbstverständlich, dass du dir dieses Video nicht anschaust, ja. Es wird weiterhin genauso viele Videos für unsere eigene individuelle persönliche Entwicklung geben, hinein in unsere Selbstliebe. Aber wie gesagt, da auch in meinem Seelenpartnerprozess derzeit sehr viel im Gange ist, was meine eigene Entwicklung betrifft und meine Urwunde letztendlich auch, werde ich die Menschen abholen, die eben so in solchen Prozessen stecken. Das nur vorneweg, ja, um hier gleich so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, dass dann wieder viele Kommentare kommen, ja, es sollte doch keine Videos mehr geben über Seelenpartner. Das Thema, ja, man hört ja immer mal so dieses, das Thema ist out, das sehe ich gar nicht so, ja, im Gegenteil. Ich glaube, im Kollektiv passiert sehr viel, gerade in diesen Beziehungen, wo immer mehr Menschen entdecken, dass der andere wirklich eine Person ist, die sich dazu entschlossen hat, irgendwann mal auf Seelenebene uns herauszufordern und uns an unsere dunkelsten Schattenanteile zu führen. Und ich werde entweder heute oder morgen auch ein Video veröffentlichen zu meinem eigenen Prozess. Das aber dann auf Vimeo oder auch über unsere Webseite. Und da bitte ich euch auch um Verständnis, dass ich diese sehr intimen Einsichten in meinen eigenen Prozess mit Micha nicht hier öffentlich auf YouTube stelle. Aber das wissen die meisten von euch und ich bin da von Herzen dankbar für das Verständnis. So, meine Lieben, es ist wieder Mittwoch und wir schauen mal ins Rider-Waite-Tarot, welche Botschaft heute ins Kollektiv kommen möchte. Diese Woche steht ja so ein bisschen im Zeichen der Vorbereitung für den kommenden Vollmond im Wassermann nächste Woche, der, wie ich ja schon mitgeteilt habe, meiner Intuition nach ein Katapult darstellt in die Freiheit. Ja, und ich bin gespannt, was sich jetzt hier heute zeigen wird. Wenn du mal eine
persönliche Botschaft aus der geistigen Welt für dich, für dein Leben, für deine Aufgaben empfangen möchtest oder wenn du eine ganz spezielle Frage an die geistige Welt hast, dann erstelle ich auch gerne für dich dein persönliches One Card Channeling. Du findest alle Infos dazu und die Kontaktdaten, wie du das bei mir buchen kannst, hier in der Infobox unter diesem Video. Ich freue mich, dass das so toll angenommen wird und vor allem auch danke ich für die positive Resonanz. So, meine Lieben, wir atmen mal tief durch. Ich habe noch nicht mal die Frage gestellt. Da ist ein König der Stäbe gefallen. Jetzt muss ich mal nachdenken. Intuitiv betrachtet, möchte der auch jetzt hier zu uns kommen? Okay, es darf eine zweite Karte heute dazu geben. Das ist, finde ich, jetzt sehr interessant. Eine zweite Karte zum König der Stäbe. Um was könnte es heute hier gehen? Wow, die 6 Stäbe. Und das könnte tatsächlich jetzt schon eine Botschaft sein, wenn du vielleicht mit einem Menschen in Verbindung stehst, von dem du glaubst, dass es dein Seelenpartner sein könnte. Ja, denn ich habe so das Gefühl, dass meine Mannschaft da heute unbedingt eine Botschaft ins Kollektiv bringen möchte. Dann, ja, vertraue ich da mal meiner Intuition, gib mir ein paar Sekunden und wir schauen mal, welche Impulse durchkommen möchten. Wenn du ein Mann bist und diese Botschaft hörst, ist es für dich an der Zeit, der Stimme deines Herzens zu folgen. Noch drehst du dich weg vom Sieg. Und warum ist das so? Du spürst seit geraumer Zeit, dass sich in deinem Leben etwas verändern muss, damit du wieder in Glück, Fülle und Freude leben kannst. Dein Alltag ist schwer geworden. Etwas lastet auf deinen Schultern, das deine Seele nun gerne loslassen möchte. Drehe dich um und siehe besseren Zeiten entgegen. Denn wenn es dir jetzt gelingt, dein Herz zu öffnen für das, was dich erfüllt, ist dir der Sieg gewiss. Lasse dich nicht von Ängsten oder falsch verstandenem Verantwortungsbewusstsein davon abhalten, deinem Seelenweg zu folgen. Setze nicht deinen Verstand ein, sondern höre jetzt auf dein Herz. Der Verstand ist in dieser Lebenssituation kein guter Ratgeber. Spüre immer wieder in dich hinein und fühle, wohin es dich zieht. Deine Sehnsucht ist wie ein innerer Kompass. Folge ihr und du wirst in neuer Kraft und Freude erblühen. Jetzt stehst du vor einer wichtigen Weggabelung deines Lebens und es sei dir geraten, alte Gefilde zu verlassen und deinem Herzen zu folgen. Du wirst es nicht bereuen. Die geistige Welt unterstützt dich und trägt dich dabei über die Schwelle hinein in dein neues Leben. Wenn du diese Botschaft als Frau hörst und es gibt einen Menschen in deinem Leben, der bislang nicht in der Art und Weise an deiner Seite ist, wie du es dir gerne wünschen würdest, dann ist es jetzt für dich an der Zeit, dich umzudrehen und eine Entscheidung für dich und dein eigenes Wohl zu treffen. Wie lange
trägst du diesem Menschen dein Herz schon hinterher? Kann es sein, dass es jetzt für dich darum geht, dein Herz ausschließlich für dich selbst zu öffnen? Wie groß ist die Verbindung zu dir selbst? Wie nah bist du dir? Wie oft am Tag kreisen die Gedanken um dich? Und wie oft kreisen die Gedanken um diesen einen Menschen? Nimm deine Energie jetzt zu dir selbst zurück. Denn genau dann wirst du spüren, dass dieser Mensch eine wichtige Botschaft in dein Leben gebracht hat, nämlich dich selbst niemals zugunsten eines anderen Menschen aus den Augen zu verlieren. Du selbst, geliebtes Kind, solltest die Hauptrolle in deinem Leben spielen. Setze dich hin, öffne dein Herz für dich und frage dich, bringst du dir die gleiche Liebe, dieselbe Aufmerksamkeit entgegen wie diesem einen anderen Menschen? Dreht er sich hin zu dir oder blickt er in eine andere Richtung? Gehe deinen Weg, deinen eigenen Weg des Herzens mit dem Wunsch, die beste Partnerin für dich selbst zu sein. Denn dann bist du in deiner Strahlkraft angelangt. Du verweilst dann in deinem inneren Zuhause und es kehrt tiefer Frieden in dich ein. Und auch dich unterstützen wir mit all unserer Liebe, mit all unserer Fürsorge und in dem Wissen, dass du reich belohnt werden wirst. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Wow, meine Lieben, das hat mich jetzt selbst ein bisschen überrascht, dass jetzt tatsächlich sehr differenziert darauf eingegangen wurde, ob du, wenn du jetzt dieses Video anschaust, die Botschaft als Mann oder als Frau hörst. Sehr interessant, finde ich. Und da bin ich auch wieder sehr berührt davon, dass wir eigentlich Gedanken, die wir uns vorher machen, was möchte uns eine Karte sagen, absolut hinten anstellen können, denn es kommt dann das durch, was durchkommen möchte. Ja, vielleicht probierst du das für dich selbst auch. Ja, ich habe Klientinnen, die das Tarotdeck selbst besitzen, die sich immer mal eine Karte herausmischen. Wenn es dir gelingt, und das gelingt dir mit etwas Übung immer besser, wirklich vorher nicht darüber nachzudenken, was könnte diese Karte bedeuten, sondern wenn du dich einfach leer machst, dein Kronenchakra nach oben öffnest und darum bittest, dass eine Botschaft für dich durchkommen möchte, dann vertraue deiner Intuition, dass diese Message für dich auch gedacht ist. Ja, das geht mit etwas Übung dann zunehmend leichter. Ja, meine Lieben, ein sehr interessantes Channeling, aber wie ich anfangs sagte, mir ist schon bewusst, also sehr bewusst, dass das jetzt auch so passieren musste, weil diese Impulse auch das Kollektiv der Seelenpartnerschaften, ihr wisst, wie ich es meine, in Anführungszeichen, ja, also das heißt, diese Beziehungsdynamik mit einem Menschen, der unsere Wunden aufreißt, auf dem Kanal hier nicht völlig außer Acht gelassen werden soll. Das war deutlich und ich denke, es ist auch ein Grund dafür, dass es in meinem eigenen Seelenpartnerprozess momentan sehr, sehr wichtige und wertvolle Erkenntnisse für mich gibt, die ich im kommenden Video dann gerne mit euch teilen würde. Ja, meine Lieben, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Mittwoch. Für dein persönliches One-Card-Channeling freue ich mich über eine WhatsApp oder eine E-Mail von dir
Und ich sende euch eine ganz liebevolle Umarmung. Bis bald, eure Uli. Tschüss.